Was für ein Tag. 7.30 Uhr Jogging, Frühstück, dann zwei intensive Tennistrainingseinheiten und jetzt als krönender Abschluss auf der Tatanbahn noch ordentlich Intervalltraining. Ist so der Plan aus Sicht des Trainers, des Aufbaus von Woche zu Woche oder Tag zu Tag? Das ist so, dass der Dominik nach dem Masters dann wirklich nur 10 Tage frei hatte. Nicht einmal auf Urlaub war, sondern er war zu Hause, hat sich da zurückgezogen. Und dann weiß man natürlich, dass er jetzt nicht komplett aus dem Rhythmus ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass es halt wichtig ist, dass man da nicht am Anfang überfordert. Deswegen hat er die Fitnesschecks eigentlich am Anfang gemacht. Das waren die ersten 2 Tage hier. Das Tennistraining, das hat er langsam gesteigert. Und die erste Woche sicherlich schwerpunktmäßig konditionelle Dinge gemacht. Bei den Jungs hier zu sehen, ganz wichtig, Pulsuhr und Brustgurt. Das heißt, die aktuellen Ergebnisse werden sofort ausgewertet und die Belastungssteuerung in den nächsten Stunden oder Tagen erfolgt genau nach diesen Ergebnissen. Wir machen hier erstens mal systematisches Training und wir wollen auch die Intensität im Trainingsprozess dementsprechend optimieren. Das heißt, wir schauen genau, inwieweit ist der Spieler belastet, wann muss man mehr Gas geben. Da muss man mit dem Gas runter. Wenn die Spieler hierher kommen, erster Schritt ist rüber ins D3, Leistungsdiagnostik. Bestimmung der Trainingszonen, alle relevanten leistungsdiagnostischen Werte. Und darauf bauen wir, so wie ein Arzt seine Therapie, bauen wir unsere Trainings auf. Der Originalball für die Australian Open 2018 wird natürlich auch hier schon im Trainingslager verwendet. Zeit, technische Feinheiten anzugehen, leichte Veränderungen zu machen, hat man überhaupt die Zeit? Immer. Also ich bin Technikfanatiker. Das sind alle Dinge, die für mich in den Trainingsphasen schwerpunktmäßig sind. Aber das ist nicht mehr so, dass das quasi beim Dominik alles aus dem Ballwagel gespielt worden ist. Dominik hat ja sehr, sehr viel am Volley gearbeitet. Er macht sehr viel am Aufschlag. Die Grundschläge, muss ich sagen, also die sind momentan so gut, dass da gilt es eigentlich mehr an der Beinarbeit technisch zu arbeiten. Vorbereitungszeit heißt auch Materialtest. Das heißt, Dominik hat jetzt unterschiedliche Schlägervarianten bekommen und testet das beste Modell für 2018 aus. Und auch die Schuhe werden genau auf seinen Fuß angepasst. Auch da gibt es mehrere Modelle, die zur Auswahl stehen. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Wichtig ist, dass mal die Spieler, die dann mit Dominik mittrainieren, dass man die nicht überfordert, weil die den Umfang und die Intensität sicherlich nicht gewohnt sind. Und die Regeneration, wie schnell er regeneriert. Man sieht das an den Kurven von eurem Doc. Das ist bei ihm schon exzellent. Das ist gut, ja. Ich meine, der ist im hartes Training seit frühester Kindheit gewohnt. So, das ist der Unterschied. Sportler, Schweinchen. Nichts für mich. Kann ich nicht bestätigen. Aber macht Spaß, du. Hm? Regeneration ist einfach optimal, weil der Stober in jeden Abend einfach dann so ins 1, 2, 3 Stunden sein, was immer notwendig ist, behandelt er den und der ist am nächsten Tag dann wieder voll einsatzfähig. Aber das ist sicherlich einer der Hauptgründe, dass der Dominik jeden Tag quasi das mehr oder weniger doppelte Programm von den anderen fährt, weil er trainiert am Vormittag mit einem
der sich am Nachmittag schont und am Nachmittag mit dem anderen, der sich am Vormittag geschont hat. Ganz schön hart, was der Kollege mit euch macht. Ja. Zieht er es jeden Abend? Fast jeden Abend, ja. Morgen wird Fußball gespielt. Okay, Günther Basti, wenn du das hörst, morgen wird Fußball gespielt.